Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil. So, wir haben gespeichert. Ich habe ein kleines Essenshäuslein gemacht. Ein paar Folgen habe ich jetzt noch Bock zu machen. Wir machen Platz in unserem Inventar, bringen mal das Farbband weg. Wie sehe ich aus? Wir sind gesund. Was müssen wir machen? Wo sind wir? Wir sind jetzt hier rechts, auf der rechten Seite. So, ich glaube, da können wir gar nichts weiter machen. Da war doch dieses... Wo war das? Das war oben, Villa. Erstes OG. Okay, wir gehen mal nach hoch und nach hoch. Wir gehen nach hoch und versuchen, das Rätsel zu lösen. Also wir gehen jetzt mal nach oben. Und versuchen, das eine Rätsel zu lösen. Dafür müssen wir da entlang. Ja. Da waren diese Statuen in diesem Raum, die haben sich verschoben. Die sind von der Wand weggeschoben. Und wir können sie wieder an die Wand ranschieben, vermute ich mal. War das jetzt hier? Ja. Haben aber überhaupt keinen Hinweis, wie wir welche Reihenfolge benutzen müssen, weil... Genau, das hier passiert jetzt da gerade. Die müssen bestimmt wieder zurück an die Wand geschoben werden. Aber das ist überall das Gleiche, ne? Hier, da steht ja der schlafende Musketier. Der schlafende Musketier. Also wir haben hier keinen Hinweis. Ich schiebe jetzt einfach mal hier irgendwas. Keine Ahnung. Komm, schieb mal. Ist das... Okay, wir verschieben anscheinend mit einem auch noch einen anderen. Verschieben wir jetzt mit dem den nach rechts oben auch noch, oder? Ah ja, Okay, also der macht, dass die wieder zurück verschwinden. Was ist mit dem hier? Kommt dann der links unten wieder? Tatsächlich. Okay, aber warte mal, dann müssen wir doch jetzt nur doch den schieben. Wenn jetzt der oben rechts bleibt, dann haben wir es doch schon geschafft. Das ist ja gar nicht so schwer. Weil der schiebt ja den links oben mit. Haben wir Glück gehabt, dass wir gerade zufällig den gleichen, den richtigen gemacht haben, ne? Cool. Das war es schon. Geil. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Das ist Edgehalter. Ja, ich denke, ich können wir den ja drücken. Oh Gott, das ist das zweite Symbol. Das ist, Achteck, Sechseck, was war das? Wir haben noch dieses Windding bekommen, ein rätselhafter Kasten. Ach nee, doch nicht. Das sieht aus wie so ein Dings da drin. Schmuckkasten, ja, nehmen wir mit. Die Einbuchtung ist leer. Okay. Dann ist es doch nicht das, was ich gerade gedacht habe. Prüfen. Schmuckkasten. Aber da ist so ein Symbol drauf, was so eckig ist. Das ist ein Bild von Sonne und Mond, auf dem Teller steht. Sonnenlicht weckt mich. Sonnenlicht weckt mich? Bestätigen? Passiert nicht. Okay, da war noch ein Schalter und das hat jetzt funktioniert. Es befindet sich eine Maske drin. Noch so eine. Dann brauchen wir nur noch eine, ne? Ohne Augen, Nase oder Mund. Ja, Maske ohne alles. Sozusagen. Das ist unsere zweite Maske und ja, das Kästchen ist verschwunden. Okay, dann müsste der Raum rot sein. Okay, cool, das ging jetzt leichter als gedacht. So, kurze Frage. Da oben ging es nicht lang. Okay, wir haben jetzt auch keinen Schlüssel. Was können wir noch machen? Da unten, warte mal, da können wir nochmal lang. Weil ich glaube, Strom... Wir haben doch keinen Strom. Wir können keinen Strom machen. Aber warum geht der Fahrstuhl noch nicht? Aber ich habe da... Ich muss doch mal da rein. Ich will mich jetzt hier blöderweise nochmal umgucken. Da waren nämlich noch die zwei Kräuter. War das jetzt hier? Ich weiß, da rennt auch noch ein Zombie rum. Da rennen noch zwei Zombies rum. Aber komm, wir haben doch genug Muni, oder? Wir schießen die einfach ab. Liegt der hier noch? Der liegt hier sogar noch. Wunderbar. Obwohl, ich lasse mal die Kräuter noch kurz liegen. Ich gehe erstmal da rein. Nochmal gucken. Das war der Raum, der so dunkel war, ne? Wenn wir nicht sehen konnten. Da hatten wir die Munition vom Tisch genommen.
War das nicht hier? Ah, Scheiße, an dem habe ich nicht mehr gedacht. Oh, verdammt. Ach Gott. Vergessen, dass hier auch noch einer rumrennt. Ich wollte eigentlich den hier noch... Lauf mal weg. Okay. Ich wollte den jetzt mal schießen. Ich wollte mich hier nochmal umsehen. In dieser Finsternis ist nichts viel zu sehen. Ah, Scheiße, der steht doch nochmal auf. Kacke. Ah, totaler Munieverschwenderungskack. Warte mal, wann hier nicht? Guck mal. Eine Kerzenhalter, genau. Oh, wir sind doch manchmal so blöd. Wir können auch dieses Feuerzeug auch so verwenden. Zwei? Oh, Notenleit. Ich wusste, irgendwas ist hier, aber... Ich dachte eher, dass da sowas ist. Oh, Scheiße. Liegt hier noch mehr? Oh, fuck. Ich weiß es nicht. Ich will mal kurz raus. Oh Gott, ich brauche... Notenblatt. Ja, wir hatten... Ah, ja. Okay, wir haben so viel zu tun. Scheiße. Was ist noch rot? Irgendwas ist da immer noch. Verdammte Axt. Was ist denn da noch? Ich bin unter Panik, Leute. Ich hätte den eintoten sollen. Wollte ich das nicht anmachen. Was zum Teufel ist hier noch? Ja. Haben wir jetzt alles? Ja! Ja! Gott! Oh. Ich habe echt viel zu viel Munition verschwendet, oder? Ich hätte gleich die glorreiche Idee kommen sollen. Das haben wir mitgenommen, das Spray, das da lag. Ich bin noch eine Munition. Ach du meine Güte. Wo ist denn der Typ hin? Den hatte ich doch gar nicht getötet. Ach, der kam mit rein, deswegen waren wir zu zweit plötzlich, ne? Oh, manchmal. Und hier ging ja nicht, ne? Weil, was war da noch? Die ist verschlossen. Schildsymbol. Mhm. Okay. Wir müssen definitiv in einem Safe-Room gehen, um Folgendes zu tun. Platz zu schaffen, Notenblatt wegzubringen, Totenmaske wegzubringen. Gesund sind wir noch. Und hier... Mein Schatten, ich habe mich bei meinem eigenen Schatten erschreckt. Ich nehme jetzt diese Kräuter mit. Ich hätte die vorher doch mit den Säulen kombinieren sollen, ne? Ich voll Horst. Jetzt darf ich noch ein zweites Mal reinrennen. Oh, ich hatte aber so Schiss, dass mein Inventar zu voll ist. Ja gut, aber das war ja hier nicht weit weg, ne? Müssen wir jetzt theoretisch wieder nur hier langlaufen? Und da so rein. Ich überlege gerade, was wir noch als nächstes tun können. Notenblatt erstmal kombinieren, in das Dings rein und irgendwo auf dem Piano spielen. Wo war denn das Piano? Ich erinnere mich nicht mehr, wo das stand. Blöderweise. Na gut, wir packen erstmal die Maske weg. Und ich will die mal so nebeneinander legen. Pack das Band hier hoch. Guck mal, da können wir das schon mal mitnehmen. Das Kraut packen wir einfach da rein. Die Gewehrmunition stecken wir. Und wir brauchen ein bisschen Pistolenmunition. Wir laden mal nach. Packen die restliche wieder weg und gucken uns jetzt mal die Noten hier an. Prüfen. Notenblatt, der Anfang und das Ende der Musik fehlen. Ja, das haben wir hier drin. Warte, kombinieren. Prüfen. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Haben wir jetzt alles? Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Okay. Ich lasse die mal kurz drin.
Ich gehe jetzt nochmal auf den Weg nach oben, das eine Kraut noch einsammeln. Also da, wo wir gerade herkommen. Und dann versuche ich mich krampfhaft daran zu erinnern, wo wir das gefunden haben. Das Noten. Also nicht das Notenblatt von eben, sondern ihr wisst schon. Wo das mit dem Klavier stand. War das hier nebenan? Ne, da ist ja rot, das kann da nicht sein, ne? War das in dem Großen da unten? Nee, da sind wir ja gerade gewesen. Da guckt man ja gar nicht hin. Das ist ja auch Quatsch. Wo war das? War das auf der linken Seite von der Villa? Weiß ich nicht mehr. So, ein Kräutchen. Wo war denn das mit dem Piano, mit dem Klavier Untergeschoss? Also die Räume, die hier alle sind, die sagen mir was. Das war nicht das, der Raum, den ich suche. Hier im ersten OG, da in der Mitte waren die Statuen, die wir verschoben haben. Das war ja ein Raum, wo es keine weiteren Türen gab. Also war das doch auf der linken Seite. Untergeschoss. Da könnte es tatsächlich gewesen sein. Okay, wir müssen rüber. Wie gehen wir jetzt rüber? Nach oben am besten. Da sind wir ja schon. Okay, wir müssen hier lang. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan und ich habe eine Idee, wo es ist. Wir gehen auf die andere Seite. Hier durch, ne? Das war unten, oder? Ja, ich muss ins EG. Okay, falsch rumgelaufen. Da entlang müssen wir. So, ich muss leider noch auf die Karte gucken. Ich kann es mir einfach nicht merken. Hier hindurch und dann gleich wieder links. Da müsste der Raum mit dem Flügel stehen. Das müsste hier gewesen sein. Und ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes, wenn wir das hier machen, ne? Nein. Es ist nicht der Raum. Scheiße. Da steht doch noch der Zombie drin. Stimmt, wir müssen auch schlauerweise in einem roten Raum und nicht in einem grünen Raum, ne? Ach, verdammt. Ich bin völlig falsch. Ah, okay. Wir müssen in einen roten Raum, logischerweise, weil wir da noch nicht fertig sind. Darf es ja noch kein grüner Raum sein. Ist es der andere Raum, hier rechts nebenan? Tja. Blöd, wenn man so ein Kurzzeitgedächtnis hat. Ist es dieser Raum gewesen? Ja. Ah, da war ich doch gar nicht so verkehrt, ne? So, Moment. Gucken, ob das jetzt so funktioniert. Ja. Schön, dass er Noten lesen kann. Ich kann es nämlich nicht. It's me, Chris. Rebecca. Schreck mir nicht so. That sounded like Moonlight Sonata. Mhm. Kennst du, kannst du? Can you play? Mhm. Mach mal.
Na klar, kann sie. Hört sich schon ganz anders an wie bei Chris. Chris, sind wir Chris? Wie heißen wir? Oh. Ich hab schon vergessen. Was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Sie spielt jetzt hier unten ein bisschen. Was machen wir da beide? Soll ich sie jetzt hier einfach üben lassen oder? Was erwartet das Spiel jetzt von uns? Was ist denn, wenn ich jetzt einfach rausgehe? Spielt sie jetzt einfach weiter? Okay, sie spielt noch ein bisschen weiter. Dann spiel mal ein bisschen weiter. Ich mach andere Sachen. Moment, ich habe noch eine Idee. Und zwar, glaube ich, war falsch. Ich glaube total falsch, ne? Und zwar haben wir doch die Pflanze entdeckt. Und ich hatte doch mal gesagt, mit dieser Chemikalie müssen wir eine Pflanze töten. Hatte ich so irgendwie noch im Hinterkopf. Wie gesagt, ich habe ja mal jahresher ein Let's Play gesehen. Ich weiß nicht, ob es die Pflanze ist, aber ich hatte es eigentlich irgendwie anders in Ordnung, aber ich schaue so viele Let's Plays, dass ich wahrscheinlich auch einiges durcheinander bringe. Und ich glaube, wir haben ja bis jetzt nur eine Pflanze gesehen in diesem Spiel. Von daher hole ich jetzt das Chemikalienzeugs aus unserer Truhe. Und ach klar, Rebecca ist jetzt natürlich nicht hier, weil sie jetzt Musik macht. Wenn wir das jetzt nämlich erstmal machen und dann gehen wir später nochmal zu Rebecca hin. Wir brauchen die Chemikalie, der Tür da unten, ne? Das hier. Und dann gehen wir nochmal nach oben, da war diese Pumpe. Oder dieses Wasserzeugs da. Ich glaube, dass wir das da reinfüllen müssen. Wie gesagt, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Ich habe immer nur so stückchenweise. So Sachen, die mir dann wieder einfallen. Aber manchmal weiß ich auch nicht, wie die Stelle. Wie gesagt, auch die Stelle mit dem... mit den Hunden. Ich wusste, dass es die Stelle gibt, wo die Hunde durchs Glasfenster springen. Aber ich wusste nicht, wann das passiert und wo das passierte. Und als es passierte, habe ich mich trotzdem zu Tode erschreckt. Hier müsste es sein. Da probieren wir jetzt einfach mal die Chemikalie rein zu tun. Aber wenn das hier aussieht, als ob es hier gar nicht funktioniert. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Ich muss bestimmt... Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Rot-grün keine? Nehmen wir jetzt einfach mal das erste hier. Rot. Sehr gut. Muss ich das jetzt wieder abstellen? Das Wasser wird bereits gepumpt. Pumpe einstellen? Ja. Kann ich das jetzt nochmal machen? Was ist denn, wenn ich jetzt eine andere Farbe nehme? Grün? Ach! Hä? Achso, jetzt wässern wir da irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Den brauchen sie jetzt nicht mehr verwenden. Achso, ich hätte es jetzt gerne abgestellt wieder. Weil hier so viel Zeug ist.
Oh nein, ich habe meine ganzen grünen Kräuter abgestorben jetzt, ne? Oh Scheiße, ich hätte die alle einsammeln können. Kacke. Ich hatte gerade gespeichert, ne? Scheiße. Wir haben jetzt aber so viel gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das bereue, wenn ich die jetzt hier so lasse. Ah komm, ich sammle jetzt hier noch das ein, dann haben wir die Maske und dann glaube ich, spiele ich das echt nochmal neu, ne? Ich will die Kräuter haben. Ich glaube, ich kann die scheiß Heilung vertragen, weil ich aber so scheiße schlecht bin. Ist hier noch irgendwas? Nein. Oh, wie blöd. Ich meine, ich kann es jetzt auch dabei belassen und wir machen hier Schluss und ich lade dann einfach an der Stelle, beziehungsweise fange ich dann da an dieser Stelle, wo wir hier rauskommen dann. Weil ich habe einfach... Was habe ich denn jetzt gemacht mit euch gerade? Wir haben... Scheiße. Was haben wir gemacht? Wir haben das Rätsel gelöst mit den Verschiebedingern. So viel haben wir doch gar nicht gemacht. Die Mondschein, dieses Blättchen da rausgeholt. Das war ja auch nicht so glorreich verlaufen. Ja, komm, ich probiere das nochmal. Ohne euch jetzt. Ich mache jetzt hier an der Stelle einen Cut. Und dann sehen wir uns dann hier wieder, wenn wir hier an der Stelle fertig wieder rauskommen. Das ist halt mal eine kurze Folge, aber ich will einfach alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ne? Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Eine kurze Folge und dann sehen wir uns in der nächsten wieder weiter. Hoffentlich in dem Sinne. Vielen Dank. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.